letzten Teil unserer heutigen Vorlesung schauen wir uns die Spezialisierung und nochmal die Sichtbarkeit von unseren variablen Definitionen an. Beim Anlegen von Variablen bzw. beim Anlegen von Funktionsparametern können wir die reine Definition noch um Spezialisierung erweitern. Gibt es einmal die Art der Speicherung, die Storage Class, das könnte Static, Auto oder Register sein. Und wir haben den sogenannten Type Qualifier, das könnte Volatile, Const oder Restrict sein. Was die Storage Class angeht, Static, Auto und Register, wir werden uns Auto und Register nicht anschauen. Das Schlüsselwort Auto weist darauf hin, dass der Speicher für die Variable automatisch angelegt wird. Das ist bei lokalen Variablen standardmäßig der Stack. Wir können mit Hilfe von Register definieren, dass eine lokale Variable als Register eingesetzt werden soll. Damit können wir den Compiler auf eine mögliche Optimierung hinweisen. Beide Schlüsselwörter haben in der letzten Vergangenheit stark an Bedeutung verloren. Zum einen besagt der Standard, dass Register nur ein Vorschlag an den Compiler ist, das heißt, der Compiler muss sich nicht daran halten. Zum anderen haben die Compiler eine viel bessere Übersicht, wie sie später lokale Variablen optimiert ablegen, das heißt, bei welchen lokalen Variablen es sich lohnt, diese in Registern zu speichern. Und eine Empfehlung des Programmierers, eine bestimmte Variable als Register zu verwenden, kann unter Umständen sogar das Ergebnis verschlechtern. Sie finden also häufig noch dokumentatorisch das Schlüsselwort Register, was darauf hinweisen soll, dass der Zugriff auf diese Variable besonders schnell sein muss. Das heißt, dass hier besondere Effizienz gefordert ist. Der Compiler wird in der Regel das Schlüsselwort Register jedoch ignorieren. Und das Schlüsselwort Auto, das quasi den Gegensatz von Register darstellt, möchte nicht, dass die Variable in einem Register gespeichert wird, sondern dass sie auf dem Stack automatisch abgelegt wird. Das findet ja standardmäßig ohnehin statt. Ich möchte noch auf eine Gefahr hinweisen. Das Schlüsselwort Auto hat in C++ ab C++ 11 eine ganz andere Bedeutung als in C. Deswegen empfehle ich, das Schlüsselwort Auto eben explizit nicht mehr in C zu verwenden, um nicht eine Verwirrung zu schaffen, wenn wir C und C++ Programme mischen. Die Bedeutung der Storage Class Static ist allerdings sehr wichtig und die betrachten wir im Anschluss. Ja, wir haben schon das Problem globaler Variablen kennengelernt. Globale Variablen sind ab der Deklaration sichtbar und damit verwendbar. Ich habe nochmal das Beispiel, ich greife es nochmal auf, was wir schon kennen. In einer Datei wird die globale Variable Counter angelegt und in der zweiten Datei wird sie einfach über extern als globale Variable deklariert und kann danach verwendet werden. Das Schlüsselwort Static hat jetzt eine besondere Bedeutung. Static schützt eine globale Variable vor einem externen Zugriff. Das heißt, eine Variable, die mit Static innerhalb eines Moduls angelegt wird, kann nicht in einem anderen Modul verwendet werden. Static verhindert damit das Exportieren einer globalen Variable nach außen, kapselt also die globale Variable innerhalb eines Moduls. Das heißt, sollten wir doch mal in die Notwendigkeit einer globalen Variable kommen, dann sollten wir diese auf jeden Fall mit Static schützen, damit wir den Zugriff von außen verhindern. In dem Beispiel haben wir jetzt also zwei unabhängige Counter-Variablen. Sie dürfen namensgleich sein, es sind aber zwei unterschiedliche Variablen, die immer nur in dem jeweiligen Modul, also der jeweiligen C-Datei, sichtbar sind. Gleich noch zur Sichtbarkeit. Was bedeutet Sichtbarkeit? Ich habe jetzt hier ein Extrembeispiel, das sollten Sie nicht nachmachen, aber ich finde es immer ganz schön, wenn Beispiele extrem sind. Eine globale Variable i, das ist der Horror eines jeden C-Entwicklers, aber leider auch schon sehr oft gesehen. Es vereinfacht natürlich das Anwenden von Vorschleifen. Man muss nicht vor int i schreiben. Man hat ja schon ein i angelegt, man kann also überall einfach vor i gleich 0 schreiben. Problem ist, dass Sie natürlich in allen Vorschleifen das gleiche i verwenden. Wenn Sie eine Funktion schachteln, die das gleiche i verwendet, dann führt das mit Sicherheit zum Absturz.
Trotzdem hier dieses Extrembeispiel, weil man schön daran die Problematik sehen kann. Wenn ich eine globale Variable anlege, dann ist ab dem Zeitpunkt des Anlegens die Variable sichtbar. Gültig ist eine globale Variable zur Laufzeit von Beginn des Programms bis zur Beendigung. Wenn wir jetzt in C, was in Java zum Beispiel nicht erlaubt ist, eine Variable verdecken, das heißt, wenn wir innerhalb einer Funktion, die jetzt hier foo genannt ist, nochmal ein i anlegen, dann verdeckt das lokale i das globale i. Damit ist ein Zugriff auf das globale i innerhalb der Funktion nicht mehr möglich. Und wenn wir innerhalb eines Anweisungsblocks, also zum Beispiel innerhalb der Vorschleife hier, auch wieder ein ganz extremes Beispiel, das i nochmal anlegen, dann verdeckt auch dieses i innerhalb des Anweisungsblocks wieder das i in der lokalen Variable und natürlich das globale obendrauf. Die Gültigkeit einer lokalen Variable endet an dem Anweisungsblock, in dem sie angelegt wurde. Das heißt, das lila i wird jetzt hier nicht ausgegeben, weil dieses lila i schon die Sichtbarkeit verloren hat. Man kann also nicht mehr auf das i zugreifen. Und außerhalb der Funktion wäre dann wieder unser globales i, unser blaues i, sichtbar. Es sei hier angemerkt, dass es kein guter Stil ist, Variablennamen zu verdecken. Wir haben in C nicht mehr die Notwendigkeit, auf wenige Buchstabennamen abzukürzen. Das heißt, wir sollten, so wie auch in Java, klingende Namen für Variablen verwenden und möglichst Verdeckungen, also Namensgleichheit, vermeiden. Was natürlich schon Sinn macht, ist, dass wir Laufvariablen in jeden Funktionen gleich benennen. Wir müssen nicht Namen für jede Funktion erfinden. Zwischen zwei Funktionen kämpfen wir ja nicht mit dem Problem der Überdeckung. Das Beispiel zeigt sehr schön die Sichtbarkeit der Variablen. Es zeigt auch gleich die Gültigkeit. Das heißt, dieses lila i ist nach Beendigung des Anweisungsblocks ungültig. Tatsächlich kann der Compiler den Speicher für das lila i schon anderweitig verwenden. Das heißt, ein direkter Zugriff auf i ist zwar aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit nicht mehr möglich, wir können aber indirekt möglicherweise über einen Zeiger noch darauf zugreifen. Das führt zu der Gefahr, dass lokale Variablen eben nur innerhalb eines Anweisungsblocks gültig sind. Wir dürfen also nicht die Adresse einer lokalen Variable nach außen geben. Deswegen der große Hinweis, Achtung, Funktionen dürfen keine Zeiger auf lokale Variablen zurückgeben. Jetzt erinnern wir uns noch einmal an das Problem, dass C keine Felder zurückgeben kann. Das ist einerseits zwar syntaktisch bedingt, andererseits auch semantisch sinnvoll. Denn prinzipiell legen wir für den Rückgabetyp immer eine entsprechende lokale Variable an, die diesen Rückgabetyp repräsentiert. Würden wir also in einer Funktion, die theoretisch ein Feld zurückgeben würde, ein Feld lokal anlegen und das Feld dann mit Return zurückgeben, dann würden wir ein ungültiges Feld zurückgeben, weil die Variable beim Beendigen der Funktion ungültig wird. Das heißt, wir dürfen die Adressen von lokalen Variablen nicht zurückgeben, weil die Adressen mit dem Verlassen der Funktion ungültig werden. Es gibt eine Abhilfe, das ist das Schlüsselwort static. Allerdings bedeutet das Schlüsselwort static bei lokalen Variablen, dass diese als globale Variable angelegt werden und damit ihre Gültigkeit nicht verlieren. Ich habe mal hier ein Beispiel für eine formatierte Ausgabe. Also wir geben bei der Funktion Formausgabe einen Zeiger auf ein Character Array zurück. Das realisieren wir dadurch, dass wir die Variable str als Array statisch in der Funktion anlegen, es mit sprintf beschreiben und dann zurückgeben. Tatsächlich geben wir nicht die lokale Variable str zurück, sondern die Adresse auf eine globale Variable. Static bewirkt also, dass eine Variable global angelegt, aber nur lokal sichtbar ist. Vorsicht also hier bei Rekursion, würden wir eine rekursive Funktion schreiben, die jeweils einen Zeiger auf ihre statische lokale Variable zurückgibt, dann würde das natürlich zu Fehlern führen. Das Schlüsselwort static hat eine ganz interessante Funktionalität. Ich
habe ich hier ein zweites Beispiel, nämlich einen Zähler. Wenn wir das Programm lesen und das Schlüsselwort static erstmal ignorieren, dann würden wir vermuten, dass das Programm jedes Mal ausgibt, ich bin einmal aufgerufen worden, weil wir gehen in die Funktion hinein, initialisieren das C mit 0, inkrementieren das C und geben C aus. Das Schlüsselwort static verändert jetzt die Funktionalität komplett. Statische Variablen verlieren nämlich nicht ihre Gültigkeit. Das heißt, der Wert von C bleibt auch außerhalb der Funktion erhalten. Und die Initialisierung einer statischen Variable erfolgt nur einmalig zum Zeitpunkt der Übersetzung. Das heißt, was die Funktionalität zur Laufzeit angeht, müssten wir die Zeile static int c ist gleich 0 ausblenden. Wir sehen nur noch das C++ und das return c. Zählen also jedes Mal beim Einsprung hoch und bei der Initialisierung, beim Übersetzen, wird die Variable einmal mit dem Wert 0 vorbelegt. Statisch lokale Variablen sind ein bisschen gefährlich. Wir können sie nämlich nicht wie normale lokale Variablen mit Ausdrücken initialisieren. Wir können hier nur Konstanten hinschreiben. Das heißt, der Wert bei der Zuweisung einer statischen Variable muss zum Zeitpunkt der Übersetzung berechenbar sein. Und das sind eben nur konstante Ausdrücke, also sowas wie 0, 1, minus 1 etc. Das nochmal markiert auf der Folie, dass c ist gleich 0, passiert nur einmalig. Kommen wir weg von der Storage Class zum Type Qualifier, also die Storage Class besagt, wie eine Variable abgelegt wird. Und der Type Qualifier gibt jetzt genauere Informationen, wie mit dem Typ umgegangen wird. Das erste ist der Zugriff auf Hardware. Der C-Standard besagt, dass beim Übersetzen ein mehrfacher Zugriff auf eine Variable wegoptimiert werden kann, da zum Beispiel die Zuweisung a gleich 1, a gleich 2, a gleich 3 im Endeffekt den Wert 3 in a aufweisen wird. Es muss also nicht a 1 und 2 dazwischen werden. Tatsächlich können sogar Schreib-Lese-Optimierungen vorgenommen werden und möglicherweise werden lokale Variablen sogar komplett entfernt, weil gar kein Zugriff auf die Variable erforderlich ist, sondern der Wert vielleicht in einem Register zwischengespeichert werden kann. Wenn wir mit Hardware kommunizieren wollen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der C-Compiler diesen Zugriff auch tatsächlich durchführt. Ich habe mal hier ein ganz einfaches Beispiel. Wir legen uns einen Zeiger an, der zeigt jetzt auf die absolute Adresse F80hex im Speicher. Wir setzen den Inhalt der Variable auf 0 und warten darauf, dass die Variable 10 wird. Wenn wir auch hier wieder mal das Schlüsselwort volatile ignorieren und den Programmtext durchlesen, dann wird für uns klar, ein Wert einer Variable wird auf 0 gesetzt. Danach warten wir, dass er 10 wird. Das kann nie eintreffen. Das heißt, ein optimierender Compiler kann daraus eine Endlosschleife generieren. Wenn tatsächlich an der Adresse ein Hardware-Timer ist, der im Hintergrund hochzählt, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Wir brauchen häufig, gerade in der Embedded-Programmierung, den Zugriff auf Speicherkomponenten, Zugriff auf Zähler. Wir lesen mehrfach die gleiche Variable aus und erwarten, dass sich der Wert der Variable im Hintergrund aufgrund von Hardware verändert. Oder Sie lesen den Zustand von Schaltern ein. Sie wollen vielleicht Schalter entbrellen oder Sie wollen Schalterinformationen abgreifen. Dann lesen Sie mehrfach natürlich auf diese Hardware-Register und erwarten, dass sich in der Zeit, wo Sie mehrfach auf die Schalter zugreifen, sich die Werte auch ändern. Das können wir in C mit dem Type Qualifier Volatile definieren. Wir sagen also, der Typ ist übersetzt flüchtig, veränderlich. Wenn ich in eine Speicherzelle etwas reinschreibe, bedeutet das nicht, dass beim nächsten Lesen das Gleiche enthalten ist. Damit wird der Compiler aufgefordert, jegliche Optimierung bei diesem Speicherzugriff zu vermeiden. Das heißt, mit dem Schlüsselwort volatile macht das Ganze Sinn. Wir setzen den Zähler auf 0 und warten, bis er hochgezählt hat. Das quasi Gegenteil von volatile ist restrict. Dieser Type Qualifier besagt, dass der Nutzer der Variable diesen Speicherbereich ausschließlich verwendet.
Das heißt, es gibt niemanden sonst, der an diesem Speicherbereich etwas ändern kann. Das Schlüsselwort Restrict dient zum einen der Information an den Programmierer. Wenn ein Funktionsparameter das Schlüsselwort Restrict aufweist, dann bedeutet es, dass die Funktion den alleinigen Zugriff auf diesen Speicher benötigt, ich also nicht von außen etwas während dem Aufruf der Funktion verändern kann. Oder wir haben das bei den String-Funktionen kennengelernt, die Speicherbereiche müssen eindeutig sein, sie dürfen nicht überlappen. Und zum anderen dient das Schlüsselwort Restrict dem Compiler, bessere Optimierungsmaßnahmen vorzunehmen. Es ist für einen Compiler oft nicht einfach herauszufinden, ob eine Variable einen Alias, also einen zusätzlichen Zugriff über einen Zeiger aufweist. Das Schlüsselwort Restrict gibt dem Compiler die Information, diese Variable ist eindeutig und sie kann damit natürlich viel leichter optimiert werden, als wenn noch auf Aliase geachtet werden muss. Das heißt, hier ist das Beispiel natürlich jetzt unsinnig und mehr an den Haaren herangezogen, aber es zeigt halt ganz schön die Gegensätzlichkeit von Restrict zu Volatile. Wir fordern jetzt hier, dadurch, dass wir den Timer als Restrict anlegen, wir sind also die Einzigen, die Zugriff auf diesen Speicher haben, fordern wir den Compiler auf, du kannst hier optimieren. Und die Erwartung hier wäre natürlich auch, dass der Compiler diese Optimierung vornimmt. Das heißt, unser Restrict ist häufig nur informativ, also Hinweis an den Benutzer einer Funktion, wie die Speicherbereiche aussehen dürfen und die Möglichkeit für den Compiler, bessere Optimierungsverfahren hier anwenden zu können. Ja, und kommen wir zum Schluss, zum Type Qualifier const. Wir haben ihn auch schon häufiger angesprochen. Das Schlüsselwort const weist bei Variablen oder Parametern darauf hin, dass ein Schreibzugriff auf diese Variable nicht möglich ist. Der Compiler muss in dem Fall auch eine Fehlermeldung generieren, also den Zugriff auf diese Variable schützen. Mit Bezug auf Zeigern hat das Schlüsselwort const eine besondere Bedeutung. Const weist nämlich in der für uns normal lesbaren Schreibart const Character Pointer S beispielsweise darauf hin, dass nicht S, sondern der Inhalt von S konstant ist. Das liegt daran, dass dies natürlich der häufigere Anwendungsfall ist. Wenn ich ein Feld beispielsweise als Zeiger an eine Funktion übergebe, dann möchte ich wahrscheinlich nicht, dass der Inhalt des Felds modifiziert wird. Was mir aber egal ist, wie die Funktion arbeitet, das heißt, ob sie den Zeiger verändert, um durch das Feld zu laufen oder über den Index auf das Feld zugreift, das ist mir als Programmierer wahrscheinlich egal. Das heißt, für diesen Anwendungsfall, dass ich einen Zeiger an eine Funktion übergebe, ist es natürlich sehr viel sinnvoller, dass der Inhalt geschützt wird. Will ich den Zeiger schützen, das haben wir auch schon ganz kurz bei den Strings kennengelernt, dann muss ich das const an die Variable schreiben und nicht an den Typ. Ja, auch zur Spezialisierung schauen wir uns noch ganz kurz ein Beispiel an. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz die Funktion von static nochmal betrachten. Also wir schreiben eine Funktion, eben ein count. Und die Funktion count verwendet eine Zählvariable. Ich setze sie mal auf 0 und ich inkrementiere i ganz einfach und wir geben das i zurück. In unserem Hauptprogramm geben wir jetzt einfach das Count, das Ergebnis dieser Funktion aus. Und wir machen das nicht einmal, sondern dreimal. Wenn wir das Programm starten, gehen wir schrittweise durch. Das heißt, wir sind in Main. Wir springen jetzt in die Count-Funktion für die Ausgabe von printf hinein. Unser i wird mit 0 initialisiert. Das i wird erhöht. Es ist 1 und wir geben das i zurück. Und wir geben natürlich entsprechend die 1 aus. Im nächsten Schritt springen wir rein, wir erhöhen das i, wir geben die 1 aus. Und Sie sehen schon, wir initialisieren jedes Mal unser i und geben natürlich jedes Mal die 1 aus. Wenn wir jetzt das Schlüsselwort static verwenden und wir das gleiche nochmal übersetzen und ausprobieren, wir springen in die Funktion Count hinein
Und Sie sehen jetzt überraschenderweise, dass das i gar nicht als lokale Variable dargestellt wird. Tatsächlich wurde im Datensegment eine Variable i angelegt, die heißt jetzt i count temp. Das heißt, der Wert wird versteckt von dieser Variable. Sie ist nicht sichtbar von außen. Und wenn wir den Wert erhöhen, dann wird von 0 auf 1 erhöht, beim nächsten Sprung auf die 2 erhöht und beim nächsten Sprung auf die 3 erhöht. Was das Beispiel zeigt, ist ganz interessant. Im Vergleich zum ersten Beispiel bedeutet ein Einsprung in die Funktion Einsprung in die Initialisierung. Das i wird als erstes auf 0 gesetzt, während hier die erste Anweisung gleich das i++ ist. Wir sehen die Variable i nicht dargestellt, weil sie natürlich nicht auf dem Stack liegt. Wir können aber den Wert von i abfragen. Das heißt, die Variable i ist sichtbar innerhalb von Count und hat jetzt den Wert 0, wird also beim ersten Aufruf der Funktion erhöht, ausgegeben. Wenn wir wieder hineinspringen und wir abfragen, wie ist der Wert von i, dann bekommen wir bereits den Wert 1, wir erhöhen, wir bekommen die 2 und beim dritten Einsprung in die Funktion sehen wir, dass unser i den Wert 2 hat, erhöht wird und die 3 ausgegeben wird. Also die Variable i ist als globale Variable durch das Schlüsselwort static angelegt. Ich kann auch das i jetzt nochmal versuchen abzufragen. Das ist nicht erlaubt, i ist nicht sichtbar, i ist nur innerhalb der Funktion count sichtbar. So, noch kurz zum Schlüsselwort const. Wir haben das schon mal im Beispiel gesehen. Ich schreibe eine Prozedur, print string. Ich übergebe ein constant character pointer s an die Funktion und print string soll jetzt einfach mit printf die Zeichenkette ausgeben. Wenn wir die Funktion printstring benutzen, ich mir ein Feld beispielsweise anlege mit Hallo und ich in die Funktion printstring in dem Feld hineinspringe, dann sehen wir jetzt, das Feld, mein Hallo Welt, wird an die Funktion printstring übergeben und mit Hilfe des Constant-Schlüsselwort wird sichergestellt, dass die Funktion printstring mein Feld nicht verändern kann. Das heißt, ich kann zwar ausgeben, es wird das Hallo ausgegeben, ich kann aber nicht zum Beispiel den String einfach auf 0 setzen. Das heißt, wenn ich jetzt übersetze, dann haben wir gerade gelernt, muss der Compiler eine Fehlermeldung liefern. Ich kommentiere das mal aus. Schreibe nicht erlaubt. Was wir allerdings auch sehen, ist unser Aufruf, das heißt der Aufruf von printstring, übergibt ein Feld s, was vom Typ ein Character Array ist. Das Character Array hat nicht den Type Qualifier const. In dieser Richtung ist es erlaubt. Das heißt, ich kann eine Variable, die nicht konstant ist, an eine Funktion als konstant übergeben. Ich kann aber Folgendes nicht andersherum. Und wir schreiben uns eine Prozedur, ich nenne es mal Print Dummy. Sie macht genau das Gleiche. Gibt also einfach mit printf das Ganze aus. Und wenn wir jetzt ein Print Dummy aufrufen, dann sehen wir beim Übersetzen, dass auch hier ein Fehler auftritt. Das heißt, ich übergebe einen konstanten Zeiger an eine Funktion, die einen nicht konstanten Zeiger erwartet. Mein Print Dummy, das kann ich Ihnen hier auch nochmal zeigen, darf natürlich das übergebene S verändern, weil es einfach als Zeiger regulär übergeben wird. Das heißt, die Fehlermeldung tritt nicht, wie gerade eben hier oben auf,
sondern beim Versuch, die Funktion aufzurufen. Das heißt, C schützt den Anwender davor, eine Funktion zu nutzen, die möglicherweise eine Veränderung vornimmt. Print Dummy ist natürlich eine ziemlich dumme Funktion. Sie gibt einen String aus und löscht diesen String. Ich darf einen konstanten Zeiger nicht an diese Funktion übergeben, weil die Funktion möglicherweise den Zeiger verändert. Also hier ist eine ganz klare Hierarchie. Ich kann einen nicht konstanten Zeiger an eine Funktion, die einen konstanten Zeiger erwartet, natürlich übergeben, aber ich darf das Constant nicht aushebeln. Jetzt gibt es in C leider Möglichkeiten, das zu tun. Sie können natürlich jeden Constant Pointer auf einen nicht konstant Pointer casten. Das habe ich im Rahmen der Typecast gar nicht angesprochen, weil es natürlich etwas ist, was Sie um jeden Preis vermeiden sollten. Das heißt, ich kommentiere das Print Dummy natürlich aus. Das macht keinen Sinn, während unser Print String natürlich genauso funktioniert. Das heißt, das können wir übersetzen. Funktioniert auch, weil natürlich ein konstanter Zeiger an einen konstanten Zeiger übergeben wird. Bei Print Dummy schimpft er noch zu Recht, weil ich möglicherweise hier einen Null-Zugriff auslöse. Also ich würde die ganze Funktion auskommentieren, sagen, Ausgabe sollte nichts verändern. Und hier unten noch geht nicht, da Const. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten bis zur nächsten Vorlesung. Vielen Dank.